So, die Aufgabe lautet, vom Brennholzstapel ein Stück Holz nehmen und daraus einen Pfannenwender innerhalb von 10 Minuten schnitzen. Ihr seht, ich habe hier mein Brennholz. Oben drauf liegt dieses schöne Stückchen. Hat doch schon so ein bisschen die Form. Also, werde mal sehen, ob ich das hinkriege. Ich bereite jetzt noch mal kurz vor was und dann legen wir los. So, hier das Teil, los geht's. Ich hoffe, ihr könnt noch was erkennen. Das muss man ja sagen, es geht nicht über Mora. Ihr hört die Musik im Hintergrund. Ich habe leider keine Stoppuhr da, die ich jetzt mitlaufen lasse, weil ich auf Handy aufnehme. Aber ihr, wenn ihr das Lied gehört habt, wisst ihr ungefähr, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich hoffe, ihr lasst den so gelten. Ich hoffe, der gefällt euch so und ihr lasst den so gelten. Und ob er funktioniert, kann ich euch leider erst morgen früh zeigen. Weil jetzt ist abends und jetzt möchte ich keine Eier kochen. Also, ciao, ciao. So, ein bisschen hier. Ein bisschen zusammenschieben, so sieht das aus. So, hast du aufgenommen? Ja. Aufnahme läuft. Action. Take 1. Action. Der selbstgeschnitzte Pflanzenwender. Von gestern. Jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Die Pfanne. Das Öl. Das ist doch Schnaps, was du da reinschüttest. Kann ich sagen. Ohne Alkohol. Weiß doch, ohne Alkohol schmeckt nichts. Die Pfanne ist drauf. Oh, kaputt. Das Ei kaputt, scheiße. Der Wender. Hat sich erledigt. Wir machen Rührei. Ja, das liegt aber jetzt nicht an dem Pfannenwender, das liegt jetzt an der Pfanne. Das liegt immer an was anderem.
Nein, siehst du da, wie das hier anbrennt, wie es hier sich festsetzt. Möchte jemand Eier zum Frühstück? Ich bin immer noch kein Eieresser. Immer noch nicht? Warum nicht? Eier zum Frühstück sind gesund. Ah, Schale brennt gut. Lilian ist so, ich hab ja auch noch. Wo hab ich auch noch? Was suchst du? Mein Universal-Buschkraft-Gewürzmischsteuer. Oh, da ist auch ein wenig Salz drin, theoretisch. Wenn man es findet. Hab ich schon. Salz. Hat aber auch schon mal besser funktioniert, als die Pfanne neu war. Aber ihr seht, man könnte damit was wenden, theoretisch. Wenn das jetzt nicht angebrannt wäre. Challenge bestanden? Gut, entscheidet ihr. Entscheidet ihr, ja. Gut, das war's.